Kinder und Jugendliche bekommen seit Tagen die Entwicklungen in der Ukraine in den Nachrichten mit. Sie sehen detonierte Bomben, Panzer, Soldaten, vielleicht sogar auch Verletzte und Tote. Aber wie können Kinder und Jugendliche mit der Situation umgehen, vielleicht auch mit den Ängsten, die sie haben? Und welche Rolle spielen die Eltern? Genau das wollen wir heute besprechen mit der Kinder- und Jugendpsychologin Claudia Calvano. Frau Calvano, vielen Dank für Ihre Zeit. Also Kinder und Jugendliche bekommen seit Tagen und Wochen die Entwicklungen in der Ukraine mit. Sie sehen Bombendetonationen, sie sehen Soldaten mit Waffen, vielleicht auch verletzte Menschen. Wie nehmen Sie das auf, die Kinder und Jugendlichen? Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie alt die sind, also auf welchem Entwicklungsstand die sind. Wenn wir davon ausgehen, Jugendliche, die haben Politikunterricht, die lesen auch Zeitungen, schauen Nachrichten, die werden das einordnen, werden auch viele Fragen haben bestimmt und sind auch verunsichert, aber werden das ganz anders wahrnehmen als Kinder, wenn wir denken, Grundschulalter, erste Klasse, zweite Klasse, die haben vielleicht noch kein Konzept von Krieg oder die wissen nicht, was da passiert. Die können auch nicht sagen, okay, das ist jetzt nicht in Deutschland, vielleicht, wenn sie die Bilder sehen. Ja. Wie erklärt man denn das den Jungen, den ganz Jungen? Ja, also man kann es natürlich runterbrechen in dem Sinne und sollte es auch runterbrechen, nicht? Was ist Krieg? Ne? Krieg ist vielleicht ein Kampf zwischen zwei Staaten. Ja, die Staaten werden oft angeführt von wenigen Personen, die sich andere Sachen wünschen. Die wollen mehr Land, ein größeres Land, die wollen mehr Macht. Und manche wollen das dann mit Gewalt auch durchsetzen. Und das ist dann Krieg. Das eine Land greift das andere an. Und Kinder kennen Krieg ja auch. In der Tat aus Filmen, aus Geschichten, aus dem Alltagskrieg mit Freunden. So, wenn man so will, Streitigkeiten. Ne? Wie sieht's aus bei Jugendlichen? Die verstehen das wahrscheinlich ja schon ein bisschen mehr. Mhm. Die machen sich wahrscheinlich aber auch trotzdem Sorgen, ne, um die Entwicklungen. Wie geht man damit um? Gesprächsangebote machen, offen ansprechen, auch hey, was hast du gehört, was hast du gelesen, was für Fragen stellst du dir, wie ordnest du das ein, welche Ängste hast du vielleicht? Einfach da sein in erster Linie und vielleicht so ein Stückchen mehr als sonst, vor allem wenn man beobachtet, die macht sich schon Sorgen, mein Kind macht sich schon Sorgen, ein bisschen mehr was gemeinsam unternehmen, so mal schauen, vielleicht auch mal am Wochenende was machen, rausgehen, vielleicht ein bisschen mehr da sein als sonst. Mhm. Ja. Oder auch zusammensitzen und sich fragen, okay, was können wir denn gemeinsam tun? Nicht? Können wir zur Demo gehen gemeinsam? Wollen wir da gemeinsam hingehen als Familie? Können wir spenden? Können wir den Familien irgendwie anders helfen? Ja, also ich glaube, das einfach gemeinsam zu sprechen, darüber und sich auszutauschen. Das, denke ich, ist das Erste und Wichtigste. Sollte man Kinder denn allgemein von Nachrichten fernhalten, um sie vor dem Krieg psychisch zu beschützen? Oder macht das keinen Sinn? Eher nein. Also nicht fernhalten, nicht stillschweigen, nicht leugnen. Nein, da ist nichts, da passiert nichts. Aber darauf achten, dass das kindgerecht ist. Ja, dass das die Kinder gut einordnen können. Es gibt Kindernachrichten von Logo, die sind super. Die bereiten das genauso auf, wie es sein soll. Und man kann den Kindern ja Gesprächsangebote machen, darüber reden. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die reagieren. Aber nicht runterspielen, nicht tabuisieren, Sicherheit geben. So. Warum nicht runterspielen und warum nicht tabuisieren? Weil man dann den Kindern keine Möglichkeit gibt, über ihre eigenen Unsicherheiten, Ängste und Sorgen zu sprechen, wenn man von vornherein sagt, ja, das ist ja eh nicht so wichtig oder wie auch immer man das irgendwie runterspielen könnte, weil die Kinder kriegen ja mit, da irgendwas, also zumindest da stimmt was nicht, da ist was in der Ukraine und irgendwas mit Krieg, so, nicht? Und das wäre einfach nicht richtig. Wo ist denn der Punkt, wo man sagen könnte, okay, jetzt bräuchten wir vielleicht doch professionelle Hilfe, jetzt geht das eigentlich gar nicht mehr so mit unseren eigenen Erklärungen? Also es kommt eben darauf an, wenn die Kinder nicht Symptome zeigen, die sie davor nicht gezeigt haben. Grübeleien, Ängste, Schlafstörungen, kein Hunger mehr, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Nicht? Das sind so das sind Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es denen nicht gut geht. Einfach. Und da hilft das dann beispielsweise zur ambulanten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin zu gehen und das abzuklären. So, weil man kann sich auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Glas, was voll wird, ein Fass, was voll wird sozusagen, dass es den Kindern vielleicht vorher auch schon nicht gut ging, die Sorgen hatten, Ängste hatten und jetzt kommt dieses große Thema Krieg dazu und dass dann sozusagen so eine Art Schwelle überschritten ist, dass da wirklich Probleme entstehen, die vielleicht auch dauerhafter sein können und die Hilfe benötigen. Ja.
Was geschieht eigentlich, wenn es zwischen den Jugendlichen und den Eltern zum Beispiel keine richtig gute Bindung gibt, wenn diese Gespräche gar nicht stattfinden? Wie kann man den Jugendlichen dann besser helfen? Ich finde, die Schulen sind da ein wichtiger Punkt und die Schulen tun auch schon echt viel, nicht? Also auch in den Schulen, in den Klassen Gesprächsangebote machen, Austausch ermöglichen, dann einfach mal auf eine Schulstunde verzichten und einfach mal darüber sprechen. Und dann wäre es wünschenswert, dass LehrerInnen, SchulpsychologInnen da vielleicht ein Auge auf die Kinder haben, wo sie vielleicht auch wissen, die sind jetzt nicht so gut angebunden. Die dann zusätzlich zu unterstützen mit Angeboten. Welche Rolle spielen dann die sozialen Medien eigentlich gerade für Kinder und Jugendliche? Ja, eine große Rolle, wie sie generell spielen, nicht? Und soziale Medien bieten Informationen, bieten aber auch schon Interpretationen und ja, weitere Schlüsse. Und da ist es eben auch wichtig, was sehen die Kinder, wie ordnen sie es ein, was verstehen sie, wo haben sie offene Fragen. Was vielleicht auch nicht richtig, was da kommuniziert wird. Und da ist es eben auch wichtig, das zu sichten, drüber zu sprechen und eben auch da dann als Elternteil das mitzudenken sozusagen, dass nicht nur Logo und TV und Radio, Zeitung so potenzielle Medienkanäle sind, sondern eben auch TikTok, alles, was auf dem Smartphone aufploppt. Ja, was gibt man jungen Erwachsenen auf dem Weg, die sich gerade unsicher fühlen und Angst haben vor der Situation? Sich austauschen. Wirklich nicht in sich reinfressen, nicht in sich reingrübeln. Kontakte suchen, mit Freunden sprechen, mit ja, gleichaltrigen Freunden, der Familie sprechen, Geschwistern, sich austauschen. Und das hilft im ersten Schritt oft, dass man so gegenseitig schaut, okay, wie hast du das verstanden, wie siehst du das, welche Ängste hast du? Und dann gemeinsam auch schauen, was kann man tun dagegen, nicht? Was kann man vielleicht so gegen das eigene Unwohlsein tun, nicht? Sich ablenken, darüber sprechen, was kann man aber auch für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen dann auch tun. Ich bin mir sicher, dass denen viele Sachen auch einfallen an Ideen, was man tun könnte. So. Okay. Was macht man, wenn man keine sozialen Kontakte hat? Gibt es ja auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viele Freunde haben. Wie gehen die damit um am besten? Oder was machen sie am besten? Ja, also es gibt immer auch, es gibt ja die Telefonseelsorge, diverse Kontaktberatungsstellen und da kann man die Kinder und Jugendlichen nur aufmuntern, da dann hinzugehen. Und da sind immer offene Ohren und Arme und die können da hingehen und sagen, mir geht's gar nicht gut, ich mache mir wirklich richtig dolle Sorgen, bin auch richtig alleine und da kann dann zumindest wird zugehört und versucht, denen zu helfen. Dann vielen herzlichen Dank.